Ja, und wir schalten zu unserer Finanzexpertin Sandra Navidi von Beyond Global und wollen mal Stichwort US-Wahl ein bisschen über den Teich schauen. Sandra, alle jubeln ja, dass Biden nun Präsident wird. Doch gegen einen Trump zu sein, das ist ja noch lange kein Konzept. Wird es also wirtschaftlich in den USA, aber auch für uns hier overseas, wirklich besser unter oder mit einem Joe Biden? Ja, Joe Bidens Administration hat einen sehr detaillierten, gut ausgearbeiteten Wirtschaftsplan, der im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket kann sehr konstruktiv sich auswirken auf die US-Wirtschaft. Er beinhaltet vor allen Dingen Dinge wie die Wiederbelebung der Infrastruktur, erneuerbare Energien, Telekommunikation, Pharmabranche, Gesundheitswesen und so weiter. Allerdings ist Voraussetzung auch, dass das Konjunkturpaket durch den Kongress kommt, der ist gespalten. Das heißt, es kommt wahrscheinlich später und kleiner, nicht die anvisierten 2 Milliarden, sondern 1 Milliarde, aber immerhin. Aber man muss sagen, bevor wir überhaupt dahin kommen, ist der größte Wirtschaftsindikator und das größte Wirtschaftsrisiko der Coronavirus. Und gerade hat auch nochmal die Federal Reserve davor gewarnt, dass wir nicht mehr die gleiche Wirtschaft zurückbekommen werden wie vorher, weil die Pandemie einfach bestehende Trends wie die Digitalisierung und so weiter verstärkt und damit auch die Ungleichheit, die im Endeffekt ein Wachstumshindernis ist. Aber für Deutschland kann man auch erwarten, dass die Biden-Administration den Handelskrieg deeskalieren wird, dass Handelshemmnisse tendenziell abgebaut werden und dass die Beförderung solcher Industrien wie Infrastruktur, die Baubranche und erneuerbare Energien sich auch positiv auf europäische Firmen und auch auf deutsche Firmen auswirken werden. Sandra, Sie haben eben schon den Handelskrieg, den Handelsstreit angesprochen. Gestern im Gespräch mit mir hat der Deutschlandchef der American Chamber of Commerce, der amerikanischen Handelskammer, kritisiert, dass Europa zu schnell mit Strafzöllen jetzt auf US-Produkte reagiert hätte, also unter anderem auch auf Boeing. Denken Sie auch, man hätte jetzt erstmal noch ein bisschen Ruhe einkehren lassen sollen, bis eben tatsächlich der neue Präsident im Amt ist? Naja, dieser Boeing-Airbus-Streit, der war ja schon lange Zeit in der Pipeline. Von daher gibt es da auch gewisse Automatismen. Wir müssen jetzt mal abwarten. Und das Positive ist, es gibt Europa ja auch Verhandlungsmacht in die Hand. Also von daher, all diese Dinge kann man wieder zurückdrehen, wenn Gesprächsbereitschaft besteht. Und davon dürfen wir ausgehen. Setzt aber eben auch wahrscheinlich die Regierung unter Druck. Wie wird es denn im Handelsstreit überhaupt weitergehen unter Biden? Wird es leichter werden für uns, so muss ich fragen, für uns Deutsche und für uns Europäer? Es wird definitiv leichter werden als unter Trump, obwohl auch Biden gesagt hat, Buy America, das ist Teil seines Planes. Und sie wollen erst 400 Milliarden Dollar für heimische Produkte ausgeben, bevor sie die von Übersee kaufen wollen. Also grundsätzlich, dieser Trend zum Protektionismus bleibt erhalten, weltweit ja auch, aber auch eben für Joe Biden. Das ist der Zeitgeist in den USA. Nichtsdestotrotz wird es mehr eine Tendenz zur Kooperation geben und ja, man muss sich halt einigen. Es wird nicht leicht werden, aber zumindest kann man sprechen und man wird sicherlich versuchen, Deals zu schaffen, die tatsächlich, wie Donald Trump es angekündigt hat, aber nie durchgesetzt hat, die im Endeffekt positiv für beide Seiten sind. Vielen Dank, unsere Finanzexpertin Sandra Navidi von Beyond Global, für dieses kurze Gespräch.